herzlich willkommen zu dem Nachmittagsworkshop Grenzwertig CO2-Regulierung im Verkehrssektor. Ich hoffe, Sie haben sich alle ein bisschen gestärkt und erholt in der Mittagspause. Und wir wollen diskutieren über eine der zentralen Maßnahmen, die im Verkehrssektor umgesetzt wurde in den letzten Jahren, die CO2-Regulierung bei Pkw, auch leichten Nutzfahrzeugen. Da wurden ja Anfang des Jahres 2014 die verpflichteten CO2-Ziele für den Zeitraum bis 2021 festgesetzt. Aber jetzt stellen sich natürlich die Fragen, was hat denn diese Regulierung überhaupt gebracht? Ja? Wie macht man nach 2020 weiter? Und gibt es eigentlich, also funktioniert die Regulierung so, wie sie angelegt ist, oder gibt es vielleicht auch Effekte, die man mitdenken muss, zum Beispiel Rebound-Effekte? Und um uns ein bisschen diesen Fragen näher zu bringen, die wir dann diskutieren wollen, haben wir eine Runde von drei Inputgebern mit Expertise auf dem Feld und besonders schön drei Peters hier, die uns hier mit interessanten Beiträgen versorgen werden. Anfangen wird hier vorne Peter Mock vom ICCT. Der beschäftigt sich schon lange mit technischen Emissionsminderungspotenzialen, mit Themen von Diskrepanzen, Realverbrauch und Testzyklusemissionen. Als zweiten Vortrag mit ein bisschen der Perspektive, was muss mit der Regulierung passieren, auch nach 2020, mein Kollege Peter Kasten vom Öko-Institut, Mitarbeiter im Bereich Infrastruktur und Unternehmen. Und den Abschluss bildet Peter Dehahn von Ernst Basler und Partner, auch Dozent an der ETH Zürich, und er arbeitet schon länger zum Thema Energie und Mobilität, zum Konsumverhalten, möglichen Rebound-Effekten und der Ausgestaltung von Politikmaßnahmen. Ja, und dann würde ich direkt mal übergeben an den ersten Peter. So. Dankeschön. So, bevor wir dann gleich alle auf der CO2-Regulierung rumhacken und sagen, was man hätte besser machen können oder besser machen kann in der Zukunft, möchte ich ganz gerne mit einer positiven Message anfangen und habe Ihnen dazu dieses Bild hier mitgebracht. Was Sie hier sehen, ist ein Ausschnitt aus dem Neufahrzeugmarkt in Europa im Jahr 2014. Jeder einzelne Punkt hier stellt eine Fahrzeugmodellbaureihe dar. Und all diese Fahrzeuge haben was gemein. Die haben so, ja, unter 5 Liter pro 100 Kilometer Verbrauch. Also es ist nur ein Ausschnitt, es gibt natürlich viel mehr Fahrzeuge. Aber hier auf der Y-Achse haben Sie den Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer und die sind alle recht effizient oder kraftstoffsparend unterwegs. Die Fahrzeuge erreichen diesen Kraftstoffwert mit unterschiedlichen Technologien. Das sehen Sie an den Farben. Das sind jeweils unterschiedliche Antriebsarten oder Kraftstofftypen. Und Sie sehen dann auch diese Linien, die so schräg durchgehen. Das sind zum einen der CO2-Zielwert für 2020, also erstmal hier 2015, 2020 und dann hier, was mal für 2025 im EU-Parlament diskutiert wurde. Und diese Linien sind deswegen schräg, weil jedes Fahrzeug seinen quasi eigenen Zielwert hat, der nämlich auf dem Fahrzeuggewicht beruht. Und das sehen Sie auf der X-Achse. Darauf will ich gar nicht so sehr hinaus, sondern eher auf die Tatsache, dass das, ich nenne es mal die Popcorn-Grafik ist. Also die Grafik, die, ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren, diese Grafik, die immer voller wird. Da poppen immer mehr Fahrzeugmodelle auf. Heißt, es kommt immer mehr effizientere Fahrzeuge auf den Markt, auch immer mehr Elektrofahrzeuge, Plug-in-Fahrzeuge hier im unteren Bereich. Und ich behaupte, diese Fahrzeuge, so ein 3-Liter Porsche wie hier rechts, den hätten wir ohne die CO2-Regulierung wahrscheinlich nicht gesehen. Deswegen positive Nachricht aus meiner Sicht, CO2-Regulierung funktioniert, sie ist ein Innovationstreiber, bringt neue Technologien auf den Markt. Das kann man auch auf aggregierter Ebene ganz gut sehen. Hier sehen Sie jetzt die Neufahrzeugemissionen für die Gesamtneufahrzeugflotte insgesamt in Europa. Und Sie sehen, über die Jahre hinweg haben wir eine Reduktion von ungefähr 160 Gramm 2005 auf 127 Gramm letztes Jahr geschafft. Man erkennt auch ganz gut, dass die jährliche CO2-Reduktion deutlich angezogen hat, also bis 2007. Und die Grafik kann man nach vorne hin fortführen. Dann sieht man das sehr schön. Bis 2007 ungefähr hatten wir eine jährliche CO2-Reduktion von 1% pro Jahr. Und mit Einführung der CO2-Regulierung so um 2008, 2009 rum ist das dann deutlich angezogen auf ungefähr 4% pro Jahr jetzt. Das bedeutet, wir haben das 2015er Ziel, das 130er Gramm, das eigentlich für 2015 vorgeschrieben war,
haben wir schon letztes Jahr erreicht und befinden uns auf einem recht guten Weg Richtung 2020, die 95 Gramm. Jetzt werden wir wahrscheinlich nachher diskutieren, wie kann es weitergehen, welche Zielwerte könnten vielleicht festgesetzt werden, wie kann man die CO2-Regulierung in der Zukunft ausgestalten. All das will ich jetzt hier gar nicht diskutieren, will ich gar nicht drauf eingehen. Mein Thema heute soll sein, was kommt denn wirklich beim Kunden auf der Straße an? Also Real Driving Emissions, jetzt nicht so sehr im Sinne von Schadstoffemissionen, sondern eher im Sinne von CO2 und Kraftstoffverbrauch. Zu diesem Thema haben wir inzwischen sind es schon fast 2 Monate jetzt, eine neue Studie rausgebracht, oder ein Update von der Studie, was den realen Kraftstoffverbrauch angeht. Wir haben für mehr als 500.000 Fahrzeuge die Kraftstoffdaten gesammelt. Das waren zum einen Privatkunden, die über Webportale berichtet haben. Das waren Leasingfirmen, die mit Hilfe von Tankdaten und automatischem Monitoring den Verbrauch erfasst haben. All diese Daten haben wir gesammelt und haben geschaut, was brauchen denn die Fahrzeuge wirklich? Welche CO2-Emissionen emittieren die dann wirklich in der Flotte? Und da kommt dann dieses Bild hier zustande. Jetzt lassen Sie sich durch die verschiedenen Linien nicht verwirren. Das sind einfach verschiedene Datenquellen, die letztlich alle den gleichen Trend belegen. Achten Sie auf die dicke schwarze Linie in der Mitte und dann sehen Sie, dass von 2001 bis 2013 sich diese Linie immer weiter nach oben geschoben hat. Das heißt, wenn 2001 der Mehrverbrauch noch bei 8% lag im Schnitt, dann war er schon so um die 20% bei Einführung der CO2-Regulierung und ist seitdem stark angestiegen auf 30% oder sogar 40%. Das bedeutet, die Neufahrzeuge heute haben im Schnitt über alle Nutzer hinweg 30% oder sogar mehr an Kraftstoffverbrauch, als sie eigentlich laut Prospekt haben sollten. Und das sind die Neufahrzeuge, also darf man nicht verwechseln, das sind jetzt nicht irgendwie Kunden, die anders fahren als früher, sondern das sind immer neue Fahrzeuge in diesem einen speziellen Jahr. Das bedeutet dann in der Konsequenz allerdings auch, dass die CO2-Reduktionen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, gar nicht so wirklich in der Realität angekommen sind. Sie sehen hier in Braun nochmal die gleiche Linie wie vorhin, das sind die offiziellen CO2-Emissionen. Die sind, wie gesagt, sehr schön runtergegangen im Laufe der Jahre. Wenn man darauf aber jetzt den eben berichteten Diskrepanzfaktor anwendet, dann kommt man zu dieser blauen gestrichelten Linie und dann sieht man, dass knapp die Hälfte der CO2-Emissionen wirklich stattgefunden hat. Die andere ist eigentlich nur auf dem Papier passiert. Das ist natürlich besorgniserregend. Zum einen, weil wir hier uns vorgaukeln, dass wir CO2-Ziele erreichen, die wir vielleicht gar nicht schaffen. Zum anderen zahlen die Kunden drauf, weil sie nämlich sich erhofft haben, weniger für Kraftstoff zu bezahlen mit ihren effizienten Fahrzeugen, als sie es eigentlich tun. Und das ist in letzter Konsequenz auch ein Problem für die Hersteller, weil die Vergleichbarkeit zwischen Herstellern, zwischen Fahrzeugmodellen nicht mehr gegeben ist. Woher kommt diese zunehmende Diskrepanz? Da kann man einen eigenen Vortrag draus machen. Hier nur mal ein Beispiel und das ist nicht das einzige. Also wenn ich hier den Passat zeige, ist das leider kein Einzelfall, sondern das lässt sich an eigentlich allen Modellen beobachten. Wir haben für unsere Studie die Top 26 meistverkauften Fahrzeuge in Europa angeschaut und sehen bei allen mehr oder weniger das gleiche Phänomen, nämlich dass mit jedem Generationswechsel, also mit jeder neuen Einführung einer Modellgeneration, ein sprunghafter Anstieg dieser Diskrepanz zu verzeichnen ist. Beim Passat kann man das sehr schön sehen. Der war jahrelang so um die 10%, sogar noch drunter, was die Diskrepanz anging. Und dann Ende 2010 kam die neue Passat-Generation auf den Markt und die hatte plötzlich einen deutlich höheren, oder sie hatte nicht einen höheren Verbrauch, aber den Verbrauch, der laut Prospekt angegeben wurde, den konnten die Kunden einfach nicht erreichen und können ihn auch heute noch nicht erreichen. Was hat sich verändert? Im Falle von Passat war es die Einführung der sogenannten Blue Motion Technology. Das ist in dem Fall Start-Stopp-Technologie, Bremsen in der Rückgewinnung und was in den Prospekten immer so umschrieben wird als optimierte Motorsteuerung. Wie gesagt, über die Gründe und ob das alles noch legal oder vielleicht auch schon nicht mehr ganz legal ist, darüber kann man diskutieren und streiten. Und das ist, wie gesagt, kein Einzelbeispiel. Und das will ich ja auch gar nicht verallgemeinern. Aber letztlich, wie gesagt, haben wir dieses Phänomen, dass nicht etwa die Kunden ihren Fahrstil ändern, sondern dass hier wirklich Technologien nicht den Effekt bringen, den sie eigentlich sollten, laut Versprechungen. Und dass die Hersteller, denke ich, auch immer mehr auf den Zyklus optimieren, was nicht illegal ist, sondern sie haben hier einen gewissen Anspannungsgrad, was die CO2-Regulierung angeht und dann ist es völlig logisch, dass man versucht, den möglichst kostengünstig zu erreichen. Es gibt zum Glück Lösungsansätze, um dieses Problem der ansteigenden Diskrepanz in den Griff zu bekommen. Und aus meiner Sicht sind das 3 Elemente. Das erste Element ist im Moment ziemlich viel in Diskussion, das ist der neue Testzyklus oder die neue Testprozedur. Das ist der sogenannte WLTP und Sie sehen links den heutigen NEFZ, den Fahrzyklus, der 1970 entwickelt wurde, 1990 nochmal etwas geändert wurde. Und rechts im Vergleich dazu den WLTP. Kernneuerungen sind erstens mal dynamisches Fahrverhalten. Also Sie sehen, die Zacken sind etwas deutlicher ausgeprägt. Das heißt, es geht realistischer auf und ab, was die Geschwindigkeit angeht. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h statt 120 km/h. Auch das ein Fortschritt.
Und der Testzyklus insgesamt ist länger und die Testprozedur ist verschärft worden. Das heißt zum Beispiel, die Testtemperatur ist niedriger. In der Vergangenheit hat man häufig bei, oder wird heute auch immer noch so gemacht, bei bis zu 30 Grad getestet. In der Zukunft soll bei 14 Grad getestet werden, also deutlich realistischer. Und auch das Fahrzeuggewicht ist deutlich realistischer jetzt im neuen Testzyklus. Das heißt, der WLTP wird eine deutliche Veränderung bringen, eine Verbesserung bringen. Ich habe hier oben trotzdem ein Fragezeichen gemacht, aus drei Gründen. Zum einen ist es noch nicht so ganz sicher, wann der WLTP kommt. Also laut EU-Kommission soll er 2017 kommen. Ob das so tatsächlich der Fall sein wird, muss ich zeigen, denn es gibt auch andere Meinungen dazu, die diesen Zyklus später einführen wollen. Dann zweitens, wenn dieser Zyklus kommt, muss man das 95-Gramm-Ziel natürlich umrechnen. Man muss in dem neuen Zyklus einen neuen Zielwert festlegen. Und dann ist die ganz große Frage, wie wird das gemacht? Wenn man nämlich es falsch macht oder wenn man so macht, dass man all die Unzulänglichkeiten des alten Zyklus in den neuen Zyklus überträgt, dann hat man recht wenig gewonnen. Und ich habe meinen Bauchladen dabei, also wenn Sie nachher Lesematerial brauchen, bedienen Sie sich. Da ist eine Studie mit dabei, die haben wir letzte Woche veröffentlicht und da haben wir mal geschaut, was wäre denn das 95-Gramm-Ziel übersetzt im WLTP. Und wir kommen drauf, dass es so um die 100 bis 102 Gramm sein müssten, um den gleichen Anspannungsgrad zu erhalten. Wäre der Wert drüber, würde man, wie gesagt, die Unzulänglichkeiten des alten Zyklus in den neuen importieren. Der zweite Punkt, also wie wird umgerechnet? Und dann der dritte Punkt, den möchte ich auch zu bedenken geben. Dieser WLTP ist ein weltweiter Zyklus, der auf UN-Ebene entwickelt wurde. Und wenn man sich mal diese Protokolle anschaut, dann sieht man, dass ungefähr 80% der Teilnehmer Industrie oder Industrie nah waren. Die restlichen 20% sind Regierungsvertreter. Und das ist ein technisch völlig sauberer Prozess gewesen, aber der ist so hochkomplex, und ich war selbst mit dabei in den Diskussionen, so hochkomplex, den eigentlich kein wirklich Außenstehender verstehen kann. Und die Gefahr besteht, dass wir heute einen Zyklus verabschieden, von dem wir noch gar nicht wissen, welche neuen Schlupflöcher und welche neuen Unzulänglichkeiten er vielleicht hat und die wir erst in der Zukunft rausfinden werden. Also es kann auch hier passieren, dass wir einen neuen Zyklus einführen, eine Verbesserung sehen, aber dann langfristig doch wieder eine ansteigende Diskrepanz haben. Trotzdem nochmal die Botschaft, WLTP aus meiner Sicht eine deutliche Verbesserung und sollte so schnell wie möglich in Europa eingeführt werden. Haben wir das Problem gelöst, wenn wir den WLTP eingeführt haben? Ich glaube nicht, sondern wir brauchen noch ein zweites und wahrscheinlich ein drittes Element. Zweites Element, das Thema Nachtests. Ich habe mal das Beispiel USA mitgebracht. In den USA, Sie sehen jetzt hier so das Fahrzeug Leben aufgetragen von links nach rechts. In den USA muss ein Hersteller am Anfang, bevor das Fahrzeug auf den Markt kommt, einen Test durchführen und stellt dann beispielsweise einen CO2-Wert, einen Kraftstoffverbrauch fest, der ihm dann zertifiziert wird und der darf das Fahrzeug verkaufen. Parallel dazu testet aber die Umweltbehörde, hier in Orange gezeigt, nochmal ungefähr 10% aller Fahrzeugmodelle selbst nach, um zu schauen, stimmt das dann auch, was der Hersteller getestet hat. Dann ist das Fahrzeug auf dem Markt, nochmal testet die Umweltbehörde nach, testet die sogenannten Ausrollkoeffizienten nach, diese Road Load Testing Coefficients, dann gibt es nochmal ein Enforcement Audit und dann ist der Hersteller nach ein paar Kilometern, nach einigen tausend Kilometern auch nochmal gefragt und muss vom Kunden zufällig ausgewählte Fahrzeuge rausziehen und die auch nochmal nachtesten, um sicherzustellen, dass die Fahrzeuge, die auf der Straße verkauft wurden, auch denen entsprechen, die vorher im Labor getestet wurden. Und auch da testet die Umweltbehörde nochmal nach, zufällig und dann auch nochmal speziell, wenn sie dann einen Verdacht haben und schaut, ob diese Werte wirklich richtig gemacht oder richtig geprüft wurden. Und wenn Sie in den vergangenen Wochen die Zeitung gelesen haben, haben Sie diese Überschriften hier gelesen. Es war Hyundai, Kia, BMW und Daimler, die alle in den USA Probleme bekommen haben, weil sie ihre Werte nochmal korrigieren mussten, weil die EPA nachgetestet hat und zu einem anderen Ergebnis kam. Im Vergleich dazu in Europa, die Hersteller, bitte korrigieren Sie mich nachher, wenn ich falsch liege, aber in Europa haben wir im Moment nur den Test vor der Fahrzeug, also vor der Produktion im Labor, um den CO2-Wert und die Emissionen festzustellen. Danach ist in der europäischen Gesetzgebung bisher keine Nachprüfung vorgesehen und die EU-Kommission oder wer auch immer hat auch gar nicht die Mittel dazu. Es gab in Deutschland lange Zeit den sogenannten Uber-Feldüberwachung, was im Prinzip genau das ist, was in den USA auch gemacht wird, dass man sich Fahrzeuge zufällig rausgreift und dann nochmal nachtestet. Aber das gibt es meines Wissens nach nicht mehr und hatte auch keine Konsequenz, weil die Bundesregierung oder das Uber letztlich gar nichts machen konnte, wenn da Abweichungen festgestellt wurden. Also zweites Element, zusammengefasst, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich denke, es braucht da auch noch Nachtests, um die Werte aus dem Labor zu bestätigen. Haben wir es dann damit im Griff? Ich fürchte immer noch nicht so ganz. Es kommt noch ein dritter Faktor hinzu, den auch in den USA, den es dort auch noch nicht gibt. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, das ist jetzt nicht CO2, sondern Stickoxid-Emissionen. Aber das veranschaulicht das Problem, finde ich, sehr schön. Wir haben hier ein Fahrzeugmodell getestet, ist jetzt ganz egal welches. Erstmal im Rollenprüfstand im Labor und dann sehen Sie hier rechts, ganz rechts, diesen kleinen Balken und in grün sehen Sie das zugehörige Emissionslimit. Und dann haben wir festgestellt, ja, das Fahrzeug hält den Emissionswert gut ein im Labor, ist also ein sauberes Fahrzeug.
Dann sind wir mit dem gleichen Fahrzeug auf die Straße gegangen und das sind diese linken vier Balken, das sind unterschiedliche Fahrten, so in Los Angeles war das, also Stadtfahrten ohne Berg, relativ anspruchslos, und haben während der Fahrt gemessen mit sogenannten PEMS-Equipment. Das ist wie so ein kleines Chemielabor, das sie hier hinten beim Fahrzeug draufschnallen und während der Fahrt Emissionen messen. Und dann kam raus, dass dasselbe Fahrzeug, das im Labor völlig sauber und unauffällig war, ein Vielfaches der Stickoxidemissionen hatte. Und sowas stellt man nicht fest, wenn man nicht mit PEMS-Equipment testet. Also auch bei diesen Nachtests, die sind alle im Labor, mit diesen Nachtests hätte man auch das nicht rausgefunden. Und das geht nur, wenn man wirklich auf der Straße testet. Nun gibt es seit einigen Jahren diese PEMS-Technologie, die funktioniert sehr gut. Und diese Technologie ermöglicht uns diese Nachmessungen im Alltagsbetrieb. Das heißt, um zusammenzufassen, meine Botschaft heute, und ich stelle die gerne zur Diskussion nachher, soll sein, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied, soll heißen, wir können noch so gute CO2-Regulierung haben, noch so gute Steuersysteme, Labeling, was auch immer. Wenn die Basis, wenn die CO2-Werte, die wir bestimmen, nicht stimmen, dann kann diese Regulierung auch nicht funktionieren, dann lügen wir uns eigentlich in die Tasche, was die Zielerfüllung angeht. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht drei oder vier Elemente, nämlich zum einen eine verbesserte Testprozedur, unabhängige Nachtests, die Tests im realen Alltagsbetrieb und dann, sollte eigentlich logisch sein, ist es aber gar nicht unbedingt, Transparenz der Testergebnisse, also so, dass man nachvollziehen und auch nachkontrollieren kann, was da eigentlich passiert ist. Ich hoffe, wir können das nachher im Detail diskutieren. Auch hier nochmal der Hinweis, wie gesagt, ich habe mein Bauchleiden dabei und Sie finden all das und noch viel mehr auf unserer Webseite und hier sind ein paar Links, so als Tipp zum Nachlesen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann machen wir direkt weiter. Ne? Zeit für Diskussion haben wir ja nachher noch genug dann. So, du bist hier, ne? Das bin ich, ja. Nachdem Peter Mock eher nach hinten geguckt hat, was waren denn die Auswirkungen der Emissionsstandards, der Einführung der Emissionsstandards, was kann man besser machen? Würde ich in meinem Vortrag gerne ein bisschen nach vorne gucken. Was kommt denn auf den Emissionsstandard zu? Was kommen denn entstehen für neue Herausforderungen nach 2020? Und ich beziehe mich da vor allem drauf, dass Elektromobilität in den Markt kommen kann oder soll. Wenn wir heute Morgen Einführungsvorträge gehört haben, Elektromobilität wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nach 2020 in den Markt kommen und das bringt neue Herausforderungen für den Emissionsstandard. Meiner Meinung nach gibt es zwei Herausforderungen, die daraus entstehen. Das eine ist die Sache, passt der Regulierungsrahmen, den wir uns auf EU-Ebene gegeben haben, überhaupt noch? Und der zweite Punkt ist, wie sieht das denn mit den Zielwerten aus? Ich muss Sie enttäuschen, ich werde keinen Zielwert nennen, den ich jetzt empfehlen werde, aber generell, wie kann man denn vorgehen, um auf einen sinnvollen Zielwert zu kommen? Gucken wir uns an, wie wird zurzeit auf EU-Ebene die CO2-Minderung im Verkehrssektor reguliert. Wir haben einerseits die CO2-Emissionsstandards, damit wird der Automobilsektor reguliert, da müssen die spezifischen Emissionen nach unten gehen. Verkappt ist es eigentlich eine Effizienzmaßnahme, wo dann noch die Tank-to-Wheel-Emissionen der Verbrennung mit dazukommen. Der zweite Bereich, das ist die Kraftstoffqualitätsrichtlinie, da wird auf EU-Ebene die CO2-intensive der Energieträger angeschaut, da muss eine Minderung stattfinden und damit wird die Mineralölindustrie zurzeit reguliert. Das passt auch soweit ganz gut, solange wir nur verbrennungsmotorische Fahrzeuge haben und die Emissionen vor allem bei der Verbrennung im Auto stattfinden. Wenn jetzt aber nach 2020 Elektrofahrzeuge in den Markt kommen, kriegen wir eine andere Struktur. Also Elektrofahrzeuge, wissen Sie wahrscheinlich alle, haben keine Tank-to-Wheel-Emissionen, solange sie elektrisch fahren. Bei Brennstoffzellenfahrzeugen wäre das mittelfristig genauso. Wir haben sozusagen einfach keine Tank-to-Wheel-Emissionen mehr, die mit den CO2-Emissionsstandards berücksichtigt werden würden. Aber es fallen ja trotzdem Emissionen an und die fallen in der Vorkette an, in dem Well-to-Tank-Bereich. Also würde man, wenn man einfach bei dem System bleibt, das man heute hat, eine sehr starke Förderung der elektrischen Fahrzeuge mit sich, oder würde die Regulierung eine sehr starke Förderung der elektrischen Fahrzeuge mit sich bringen, auch der Brennstoffzellenfahrzeuge, und man hätte in dem Bereich der CO2-Intensität der Energieträger, hätte man plötzlich, wenn man die gesamten, alle Energieträger mit einer Regulierung berücksichtigen will, hätte man die Mineralölindustrie, man hätte die Stromwirtschaft, man hätte die chemische Industrie, wenn man das alles in einer Regulierung irgendwie abdecken will. Also stellt sich die Frage, passt dieses System in Zukunft noch, wenn ich Verkehrsträger oder Fahrzeuge in den Markt bekomme, die einfach keine direkten Emissionen mehr haben?
Und ich habe jetzt keine Lösung. Ich würde einfach ein paar Ideen ins Publikum geben für die Diskussion. Was man natürlich machen kann, ist, ich nehme einfach die Well-to-Tank-Emissionen mit in die Regulierung rein, mache einen Übergang zu einer Well-to-Wheel-Emissionsregulierung. Dann wären bei der Regulierung auch die Emissionen, die im Stromsektor anfallen, die in der chemischen Industrie anfallen, wären mit in der Regulierung drin. Dass das keine unplausible Idee ist, zeigt das Vorbild USA. Dort ist das so geregelt, dass Elektrofahrzeuge zunächst eine Mehrfachanrechnung bekommen bis zu einer gewissen Anzahl an Fahrzeugen, dann werden sie mit Null gerechnet. Und wenn die Hersteller eine gewisse Grenze an Fahrzeugen überschreiten, werden die Well-to-Wheel-Emissionen komplett für die Berechnung der Emissionszielwerte mit reingenommen. Ein anderer Weg wäre es, wirklich zu sagen, ja, wir gehen weg von diesem verkappten Energieeffizienzstandard, wir machen wirklich eine Tank-to-Wheel-Energieeffizienzregulierung und würden dann andere Instrumente schaffen, um mit den CO2-Emissionen der Energieträger zurande zu kommen. Man könnte es so machen, dass man mit einer Kraftstoffqualitätsrichtlinie die Energieträger reguliert, die noch Emissionen bei der Verbrennung mit erzeugen. Und dann würde man vielleicht noch eine eigene Regulierung machen für die Energieträger, für den Strom, für den Wasserstoff, der bei der Verbrennung oder bei der Nutzung im Fahrzeug keine Emissionen mehr hat. Und da hat man auch schon ein Instrument, den Emissionshandel. Was natürlich notwendig ist, dass diese Instrumente sehr genau aufeinander abgestimmt sind. Es ist möglich, aber es ist politisch von dem Prozess her wahrscheinlich sehr viel schwieriger, weil diese Regulierungen sehr genau aufeinander abgestimmt werden müssten. Oder man sagt, ja, ich kenne diese Tank-to-Wheel-CO2-Regulierung so gut, ich will da unbedingt bei bleiben, ich kenne die Stärken und Schwächen. Wahrscheinlich, um die Anforderungen für die verbrennungsmotorischen Fahrzeuge nicht zu niedrig werden zu lassen, müsste ich irgendwie den Effekt der Elektrofahrzeuge und der Brennstoffzellenfahrzeuge begrenzen, weil ich sonst eine sehr große Aufweichung habe. Könnte auch noch so argumentieren, ja, wenn die Emissionen in der Stromwirtschaft langfristig nach unten gehen, dann nähert sich sowieso die Tank-to-Wheel-Emissionsbilanz, der Well-to-Wheel-Emissionsbilanz immer näher an. So groß ist der Unterschied zwischen den beiden Bilanzen gar nicht mehr. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das einfach nur als Input in die Diskussion zum Regulierungsrahmen. Der zweite Punkt, die Zielwertsetzung. Das ist mal ein Bild von Szenarien, die es auf EU-Ebene gibt für Marktanteile von Elektromobilität. Wenn man sich das anguckt, sieht man einfach, wie groß die Spanne ist oder wie groß die Unsicherheit ist. Wo kommen wir denn mit Elektromobilität hin? Im Jahr 2025 gibt es eine Studie von CE Delft, die kommen von knapp 10% Elektromobilität bis 45% Elektromobilität raus. Wenn man sich das im Jahr 2030 anguckt, da gibt es ein paar mehr Studien zu, da ist man in der Größenordnung 15% bis knapp 70%. Jeder kann sich jetzt seine Zahl raussuchen, die er für realistisch hält, aber man sieht einfach die große Unsicherheit in Bezug auf Elektromobilität. Was wir jetzt für die nächste Abbildung noch gemacht haben, wir haben noch so einen Parameter, die elektrische Fahrleistung mit aufgenommen. Da ist die Fahrleistung der Plug-in-hybriden Fahrzeuge mit 2/3, die elektrische Fahrleistung der Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge ist 2/3, einfach um in der nächsten Abbildung nur noch einen Parameter zu haben, die elektrische Fahrleistung. Diese Abbildung zeigt, was hat denn Elektromobilität für einen Einfluss auf meinen Zielwert oder den Zielwert, den ich setzen muss, wenn ich will, dass verbrennungsmotorische Fahrzeuge noch eine gewisse Minderungsleistung erbringen müssen. Also, was ist hier aufgezeigt? Nach rechts ist es dieser Parameter, die elektrische Fahrleistung. Nach oben haben wir einen potenziellen Zielwert. Und die Idee ist, das ist jetzt der einzige Punkt, an dem ich mal einen Zahlenbetrag für den Zielwert in den Mund nehme, den kann aber auch jeder sich selbst aussuchen, den Wert, den er für realistisch hält. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, 80 Gramm sollen die verbrennungsmotorischen Fahrzeuge schaffen in dieser Regulierung. Das sehe ich als realistisch an. Das wäre mein Ziel, dass konventionelle Fahrzeuge da hinkommen sollen. Wenn ich jetzt 10% elektrische Fahrleistung habe bei den Neuzulassungen, müsste ich in einem Tank-to-Wheel-CO2-Ansatz den Zielwert auf 72 Gramm setzen, damit ich noch die Anforderung habe, für die konventionellen Fahrzeuge auch diese 80 Gramm zu erbringen. Wenn ich jetzt aber bei der oberen Grenze bin, bei diesen 30%, müsste ich den Zielwert auf 56 Gramm setzen in einem Tank-to-Wheel-CO2-Ansatz.
Das soll einfach nur zeigen, wie stark einfach die Elektromobilität, was für einen starken Einfluss die hat im Endeffekt auf die Berechnung der Emissionen. Und wenn ich jetzt unsicher bin, wo lande ich denn mit meiner Elektromobilität im Jahr 2025, 2030, stellt sich natürlich das Problem, wie setze ich einen Zielwert? Mit einerseits dem Wissen, da kann ich zu sinnvollen Kosten noch mit konventionellen Fahrzeugen hinkommen, aber ich habe auch eine Marktentwicklung von elektrischen Fahrzeugen. Und wenn ich das kombiniere, sehe ich halt einfach eine große Schwierigkeit, einen Zielwert zu definieren. Wie kann man damit umgehen? Es gibt verschiedene Ideen, die wir entwickelt haben oder die ich auch gerne als Input geben würde. Man könnte natürlich sagen, diesen Wert, den ich jetzt sinnvoll halte bei den konventionellen Fahrzeugen, den setze ich fest als Unterziel bei konventionellen Fahrzeugen. Den müssen die konventionellen Fahrzeuge mindestens erreichen. Und ich gehe aber mit dem gemeinsamen Zielwert für alle Fahrzeuge nach unten und sage dann von mir aus 5 Gramm, 10 Gramm, gehe ich noch nach unten. Und diese Lücke können dann die Automobilhersteller entweder durch Elektromobilität erreichen oder ich muss ambitioniertere Maßnahmen bei konventionellen Fahrzeugen noch einführen oder durchführen. Eine zweite Idee ist, oder das ist eher so das Vorgehen, was wir heute wahrscheinlich machen würden. Wir würden uns überlegen, wo komme ich mit meinem konventionellen Fahrzeug hin? Käme auf denselben Wert wie beim Unterziel, den ich eben als Unterziel definiert habe. Habe dann aber noch elektrische Fahrzeuge und sage, ja, aber der Effekt soll nicht zu groß werden. Die konventionellen Fahrzeuge sollen auch noch einen Minderungsbeitrag leisten. Ich begrenze den Effekt durch elektrische Fahrzeuge oder durch Brennstoffzellenfahrzeuge, einfach weil der nicht einen zu großen Aufweichungseffekt mit sich bringen soll. Oder eine dritte Variante wäre, ich vertraue meiner Marktanalyse, ich mache eine total gute Prognose, ich weiß genau, wo der Marktanteil Elektrofahrzeuge liegen wird. Ich kombiniere das mit meinem Wissen über, wo können konventionelle Fahrzeuge hinkommen, setze da meinen Zielwert fest und wie jetzt die Automobilhersteller auf diesen Wert kommen, das ist ihrer Strategie überlassen, ob sie dann auf sehr viel mehr Elektromobilität setzen oder auf sehr ambitionierte Maßnahmen bei den konventionellen Fahrzeugen. Das ist dann der Strategie des Automobilherstellers überlassen und ich habe einen Zielwert und komme dahin. Das natürlich hängt sehr stark davon ab, wie sicher ich bei meiner Marktprognose bin. Wenn ich auf die Folie zurückgehe, ist das vielleicht nicht der beste Vorschlag. Oder es gibt noch eine ganz andere Möglichkeit, man geht einfach vom Ziel aus und sagt, wo muss ich denn hin? Ich habe ja ein europäisches Treibhausgasziel im Verkehr, ich will 60% die Treibhausgasemissionen mindern. Damit im Bestand im Jahr 2050 schon alle Fahrzeuge so effizient sind, muss ich eigentlich im Jahr 2040 schon auf einer gewissen Minderung oder bei einer gewissen Minderung angekommen sein. Ich überlege mir das heute, ich ziehe einfach eine gerade Linie vom Jahr 2020 ins Jahr 2040. Und gehe einfach bei der Zielwertsetzung entlang dieser Parameter. Das wäre so ein bisschen ein radikaler Vorschlag, wäre aber jetzt auch nicht grundsätzlich undenkbar. Das würde ich gern mit in die Diskussion geben und freue mich dann auf die Diskussion. Danke. So, wenn es nicht unmittelbare Verständnisrückfragen dazu gibt, dann kommen wir zum letzten Vortrag. So. Dankeschön. Ja, alle gute Peter sind drei. Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein und knüpfe an die sehr guten Vorträge an, die Sie jetzt schon genießen durften und kann vielleicht noch etwas mehr auf den Weg geben für die Zukunft bei diesen Gramm CO2 pro Kilometer Flottenzielwerte, wie ich sie immer möglichst kompliziert nenne. Aber dafür denke ich, es ist korrekt. Wir schauen uns zuerst mal an Fallbeil. Ich möchte Ihnen das noch mal schnell in Erinnerung rufen, wovon wir hier eigentlich reden, vom stärksten energiepolitischen Instrument weltweit. Und das hat einige Konsequenzen. Und die werden wir dann zusammen anschauen und dann auch noch, was der Rebound im Ganzen ausmacht. Ja, eben. Wenn Sie das mal umrechnen, und das machen erstaunlicherweise sehr wenig Leute, und wenn jemand das macht, dann glauben Sie Ihr Resultat nicht. Sie kennen ja
die Preise im europäischen Emissionshandelssystem ETS, das ist ja zum Teil sogar, je nachdem, welche Future-Kontrakt Sie anschauen, nur 2 Euro, aber ich habe da einfach mal jetzt mal 5 Euro hingeschrieben. Ich möchte mit Ihnen nicht diskutieren, ob es 10 sind oder 12 oder 7. Wenn Sie die Gramm CO2-Flottenzielwerte umrechnen, ist die Strafe 570 Euro pro Tonne. Das ist der Unterschied zwischen 130 und 136 Gramm mit einer mittleren Lebensdauer, Fahrleistung von irgendwie 100, ich weiß nicht, 139.000 Kilometer habe ich da, glaube ich, hinterlegt. Ja. 570 Euro pro Tonne. Das gibt es sonst nirgends. In keinem anderen Sektor, in keinem anderen Land. Man kann sich gar nicht erklären, wie das je zustande kam, außer dass die Leute es eben halt gar nicht berechnet haben. Das passiert öfter im politischen Betrieb. Das ist wunderschön. Da können wir uns ja alle freuen, dass wir so einen dicken Knüppel mitbekommen haben. Endlich mal. Alle anderen Umweltleute müssen damit irgendwie Informationen und weiß nicht was, sonstigen Instrumente. Und wir haben den dicksten Knüppel weltweit. Das ist super. Es hat leider Konsequenzen natürlich. Eine der Konsequenzen ist, dass dieses schöne EPA-Instrumentarium, das man nach der Zulassung nochmal misst, ob es wirklich stimmt, dass sich die Industrie natürlich bedankt. Bei einer solchen Strafe, also einem solchen Damoklesschwert, werden sie verhindern, dass sie noch nachkontrolliert werden. Sie werden beim Typenprüfzyklus tatsächlich sehr kreativ werden. Das ist auch logisch. Auch der WLTP wird selbstverständlich nie eingeführt, bevor 2020, wenn nicht mit einem Konversionsfaktor, der auch eine gewisse Entlastung bringt. Also wenn der Wechsel zu einem neuen Fahrzyklus nicht sicher eine gewisse Entlastung bringt, eine Aufweichung, wird er sicher nicht vor 2020 kommen. Das wird die Industrie sicherstellen angesichts dieser sehr hohen Strafe. Das sind also, es gibt eine Dualität zwischen der Höhe der Strafe und wie konsequent sie das durchsetzen können oder wie ambitiös sie die Ziele eben setzen können. Und hier haben wir die Realität, und da wollen wir wahrscheinlich nicht zurück, dass die Strafe gigantisch hoch ist. Und das führt natürlich dazu, dass man bei den Zielen vielleicht realpolitisch manchmal ein paar Störeffekte hat. Solche Störeffekte, die hat es in der Vergangenheit auch gegeben. Man kann schauen, wie ging das in der Vergangenheit. Es gab ja mal das 120-Gramm-Ziel im 2012 und das wurde dann über mehrere Stufen weich gekocht, bis es am Schluss realpolitisch 130 Gramm im 2015 war. Und zufälligerweise lässt sich dieses Ziel, welches am Schluss rauskam, eben auch erreichen, und zwar über den normalen technischen Fortschritt. Ich nenne den autonomes technisches Potenzial. Das ist eigentlich das, was die Ingenieurinnen und Ingenieure pro Jahr hinkriegen, wenn sie die genug unter Druck setzen und wenn sie die verpflichten, damit nicht noch weitere Klimaanlagen zu bauen oder DVD-Systeme für die Kinder in den Kopf stützen, sondern das voll für die Energieeffizienz einzusetzen. Dann kriegen die Ingenieurinnen und Ingenieure etwa 2,45% hin. Und lustigerweise, wenn sie diese Zahl für verschiedene Abschnitte oder Jahre ausrechnen, sind es immer etwa die gleichen. Das ist auch das Ziel dieser Messgröße. Das ist also nicht das, was man am Markt sieht. Am Markt hat man weniger gesehen, weil die Fahrzeuge wurden ja auch besser, sie wurden größer, sie wurden leistungsfähiger. Wenn sie nicht größer geworden wären und nicht leistungsfähiger geworden wären, wären sie um 2,45% pro Jahr effizienter geworden. Und der Witz ist, wenn Sie jetzt als Politikerin oder Politiker ein Ziel festlegen, welches mehr als 2,45% pro Jahr beinhaltet, können Sie mit ziemlich großem Widerstand rechnen. Oder eben Optimierung hin auf Typenprüfzyklus oder solche Sachen. Oder Sie können darauf rechnen, dass irgendjemandem einflüstert, man solle Elektrofahrzeuge jetzt auch noch ins Ziel hineintun. Weil die 2,45, das ist etwa, was man hinkriegt und alles, was darüber geht, müsste teuer bezahlt werden oder eben sonst wie fantasiert. Und eben auch beim 95-Gramm-Ziel haben wir das auch gesehen, auch das wurde aufgeweicht und auch jedes zukünftige Ziel ist meine These, ich werde sie am Schluss nochmal wiederholen, wird am Schluss realpolitisch so weich gekocht, dass sie diese ATP-Schallmauer einhalten. Und das hat damit zu tun, dass die Strafen so hoch sind, dass das realpolitisch dann eben auch durchsetzbar ist. Ja, zu den Rebound-Effekten. Deren gibt es immer, also das haben Sie vielleicht schon mal
mitgekriegt, auch in anderen Diskussionen. Es gibt sowohl den direkten Rebound-Effekt, das heißt, Autos werden effizienter, also konsumiere ich mehr Auto. Indirekt heißt, das Auto wird effizienter, ich habe mehr Geld im Geldbeutel und davon mache ich jetzt eine Flugreise. Gesamtwirtschaftlich ist das, wenn Sie natürlich mehr Flugreisen haben oder mehr Auto fahren, dass man Sie dann vielleicht weniger Kaffee trinken, weil Sie dafür ja keine Zeit mehr haben und ständig unterwegs sind. Und deshalb braucht es dann weniger Kaffeemaschinen und mehr Flugzeuge und das ist der gesamtwirtschaftliche Anpassung führt auch zu einem Rebound. Ich möchte mich jetzt hier auf den direkten Rebound konzentrieren und auch der hat immer drei Ausprägungen. Das ist auch bei Glühbirnen so. Sie können also entweder, die werden jetzt plötzlich so effizient, also können Sie mehr Lumen, also mehr Leuchtstärke nehmen, das machen die Leute. Sie können die auch nicht mehr abschalten, wenn Sie den Raum verlassen, also länger brennen lassen, oder Sie können auch noch den Garten beleuchten. Das sind drei verschiedene Rebound-Ausprägungen. Beim Auto haben wir das auch. Mehr Autos ist eine gute Option. Stärkere, leistungsfähigere Autos oder damit länger fahren. Diese Effekte lassen sich zum Teil auch simulieren. Also zum Beispiel haben wir eine Mikrosimulation mit 1 Million sogenannten Agenten, also Haushalte, wo wir die Entwicklung des Neuwagenangebots einpflegen können und wie diese Neuwagen ja effizienter werden, um das 95-Gramm-Ziel zu erreichen. Und dann sieht man, wie die Konsumentinnen und Konsumenten natürlich Dankeschön sagen, dass diese Fahrzeuge ja im Betrieb dank der niedrigeren Treibstoffkosten günstiger werden und etwas größere Fahrzeuge kaufen. Damit lässt sich also prognostizieren, wenn man Effizienzstandards hat pro Fahrzeug, wie man dann eigentlich das Ziel insgesamt setzen muss, um ein Oberziel zu erreichen, um den Rebound vorwegzunehmen und in das Ziel einzubauen. Der Rebound ist grundsätzlich in der Mobilität am höchsten. Diese Grafik ist übrigens entnommen einer Publikation, die hoffentlich dann bald erscheint. Also wir durften das für das Bundesministerium für Umwelt und das Umweltbundesamt verfassen, wie man Umweltpolitik so designt, dass Rebound-Effekte zwar immer noch da sind, aber vielleicht etwas weniger groß. Den Rebound-Effekte, das sei an dieser Stelle angemerkt, das ist ganz normales ökonomisches Verhalten von Konsumenten. Wenn etwas effizienter wird, nutzt man davon in der Regel etwas mehr. Das ist, ja, das hat schon die Karl Marx gesagt. Das war auch ein guter Ökonom. Und in der Mobilität gibt es sehr verschiedene Zahlen. Also es gibt keinen Bereich in der Rebound-Forschung, wo die Schätzungen mehr auseinandergehen. Da finden Sie also Zahlen, die sind fantastisch hoch. Die kommen dann daher, dass alle mehr Kilometer, die gefahren werden, eigentlich der Effizienz zugelastet werden, während ich eher aus einem anderen Lager komme, und ich argumentiere, dass das Wirtschaftswachstum ist, dass das Wohlstandsniveau ist und dass das die Zunahme der Dienstleistungsgesellschaft ist und der zunehmenden Spezialisierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine höhere Mobilität erfordert und deshalb dieses Wachstum auch bei gleicher Effizienz stattgefunden hätte. Und aus meiner Sicht fährt niemand mehr Kilometer, nur weil das Fahrzeug jetzt 4% effizienter geworden ist. Ja, Sie sehen, der Effekt ist schon groß, also mit 5 bis 10, 15% muss man offenbar leben. Das ist ein Ergebnis der Rebound-Forschung, aber ich präsentiere Ihnen nachher noch ein paar Lösungsstrategien, wie man schauen kann, dass man eher am unteren Bereich dieser roten Balken landet. Eben beim Auto, der Haupt-Rebound-Effekt ist nicht, dass man mehr Kilometer fährt, sondern dass das Auto wächst. Sie sehen hier, wie eigentlich die Effizienzzunahme ist, pro Tonne Leergewicht. Aber leider werden die Fahrzeuge immer schwerer. Und deshalb sehen Sie natürlich, wie viel Energie benötigt wird in Benzinäquivalenten, wenn wir die Dieselliter auch noch umrechnen auf Benzinliter, um diese Tonne zu bewegen oder dann eben um ein ganzes Fahrzeug zu bewegen. Damit Sie mir auch morgen noch glauben, dass man nicht viel mehr fährt, wenn ein Fahrzeug effizienter wird, hier noch eine kleine Nebenrechnung. Für jeden Kilometer, den Sie zusätzlich zurücklegen möchten, sind die Zeitkosten doppelt so hoch wie die Geldkosten. Also das bisschen Benzin und Reifenverschleiß, Schmiermittel und so weiter fällt nur halb so viel ins Gewicht wie die zusätzliche Zeit, die Sie aufwenden müssen. Das können Sie auch selber gerne nachrechnen. Und da braucht man einen sehr niedrigen Stundensatz. Und bereits dann ist klar, dass eigentlich einen Kilometer mehr fahren ein verdammt teures Geschäft ist. Und das machen Sie nicht einfach nur wegen der Benzinersparnis. Also Zeitkosten sind doppelt so hoch wie die Geldkosten und das ist zurückhaltend gerechnet. Und das ist der Grund, warum man vor allem ein Wachstum in der Größe des Autos sieht, aber weniger in den Kilometern. Rein wegen der Effizienz. Wenn die Kilometer wachsen, hat das natürlich andere Gründe.
Die Elektromobilität wurde schon erwähnt. Die hat natürlich ein hohes Potenzial. Wir sollten uns bewusst sein, ich habe vorher gesagt, das sei der stärkste Hebel energiepolitisch, den es auf Erden gibt, diese 75 Gramm pro Tonne. Ein großes Loch ist aber, sie gilt einfach für das Durchschnittsfahrzeug und wenn Sie noch 1 Million mehr Durchschnittsfahrzeuge auf den Markt bringen, ist das Ziel immer noch erreicht. Und diese Million wird auch bewegt werden. Und das ist natürlich gerade bei Elektromobilität, kann es sein, dass vor allem Kleinst, also Elektrofahrzeuge sind vorzugsweise klein, da sind sie am besten. Das sind geniale Fahrzeugkonzepte, das ist wirklich, das ist super, das ist ideal anstatt gehen oder anstatt Fahrrad fahren. Und wir machen solche Erhebungen, ich will Sie jetzt nicht übermäßig frustrieren, aber es gibt schon sehr große Risiken, dass Elektromobilität natürlich zu einer Ausweitung des Motorfahrzeugbestands führen wird. Das freut die Industrie, es freut auch diejenigen, die versuchen, den Mittelwert zu drücken, weil das drückt den Mittelwert, aber es führt natürlich zu mehr Mobilität, mehr Energie für Mobilität. Und eben die Gefahr ist sehr groß, wenn man Befragungen macht und da Kunden kontaktiert. Ja, diesen Rebound, also Sie glauben ja vielleicht, dass man den nicht ganz aus der Welt schaffen kann, wenn er ja schon so einem normalen, logischen Verhalten entspricht. Wie kann man ihn eindämmen? Es gibt da 6 Lösungen, auch das kommt aus diesem BMU-Bericht, der dann hoffentlich auch mal rauskommt. Es gibt da mehrere Sachen und in der Mobilität sehen wir auch alle davon. Lösung 1 ist natürlich, wenn Sie 10% effizienter werden, schrauben Sie bitte die Energiesteuern so rauf, dass das pro Kilometer immer noch konstante Steuerbelastung ist. Also schöpfen Sie die Effizienzvorteile ab. Das ist, also finden wir wahrscheinlich alle total logisch. Es ist einfach rein politisch ein bisschen selbstmörderisch, aber es wäre eigentlich die saubere Lösung. Das zweite Problem ist natürlich, da kommen wir nachher noch drauf, wenn Elektrofahrzeuge mit 0 Gramm eingepreist werden, dann dann führt das zu einer übermäßigen Bevorteilung von Elektrofahrzeugen. Da ist die Lösung, das wäre Lösung 2, dass man eben separate Zielwerte je Antriebsenergie festlegt. Also es gäbe einfach 95 Gramm wäre nur für Benzin- und Dieselfahrzeuge. Es wäre nicht für Gasfahrzeuge, es wäre nicht für Stromfahrzeuge. Zur Lösung 3 komme ich dann auch gleich nachher noch. Das ist natürlich aus einer nachhaltigen Sicht völlig logisch. Auch diese Suppe werde ich Ihnen noch leicht versalzen. Lösung 4. Das ist auch eine der Sachen, die werden immer wichtiger. Zwar wird das Auto immer effizienter und wie Herr Mock schon beklagt hat, auf der Straße sieht man da nicht alles. Zum Teil kann man das mit dem WLTP vielleicht beheben, andere Effekte nicht. Also zum Beispiel, dass die Klimaanlage läuft, während sie im Test nicht läuft, das könnte man einem auch noch bereinigen. Das ist einer der sehr großen Gründe, warum diese Verbrauchsunterschiede so zunehmen und auch, dass Neuwagen neu so ausgeliefert werden müssten, wie sie getestet werden, das wäre auch was ganz Neues. Also Lieferwagen, also Neuwagen werden jetzt getestet mit einem sehr teuren synthetischen Leichtlauföl, mit Reifen, die es gar nicht zu kaufen gibt, die auf 5 Bar aufgepumpt werden und so wird das Fahrzeug eben nie ausgeliefert. Dann technologiespezifisch, das ist ein Problem, dass unser großer Hammer eben auch noch gerne aufgeladen wird mit weiteren Anliegen, dass man die Elektromobilität gerne auf die Sprünge hilft. Supercredits heißt das. Diese Supercredits sind natürlich brandgefährlich für das Erreichen des Mittelwerts und wenn man solche Sünden begeht, sollte man sie sehr schnell jeweils wieder auslaufen lassen, um auch den Rebound zu begrenzen. Ja, schauen wir doch mal in die Zukunft und es gibt vielleicht auch eben, das wären dann meine Inputs, nachdem die anderen beiden Petri auch schon mehrere Inputs für die Diskussion gegeben haben. Also ich persönlich gehe mit Ihnen auch gerne Wetten ein, dass die Flottenzielwerte, die wir für die Zukunft vereinbaren, sich auch am autonomischen technischen Potenzial ausrichten werden. Es wird zum Teil 5 vor 12, bis da die Bundeskanzlerin ich weiß nicht, ob es eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler sein wird, entsprechend instruiert wird und das dann durchsetzt. Sehr gefährlich ist auch tatsächlich diese Supercredits und die Elektromobilität. Und verstehen Sie mich richtig, ich finde, Elektromobilität ist ein Teil der Lösung, aber natürlich nur ein Teil. Aber wenn man diesem energiepolitischen Hammer auflädt mit solchen Zusatzanliegen, kann das eben sehr schnell gefährlich werden. Das ist ja eigentlich eine Vermischung von Klima- und Energiepolitik. Eigentlich ist es nämlich so, dass wir nur deshalb von einem CO2-Wert reden, weil die Leute die Liter Benzin nicht mit den Liter Diesel verrechnen können. Das ist zu kompliziert. Und darum
und das war damals auch Mode, CO2, als das dann plötzlich kam und man dann von CO2 angefangen hat zu reden. Und darunter leiden wir jetzt ein bisschen, weil eigentlich ist es eine reine Gerätevorschrift, so wie bei Kühlschränken, Häusern und so weiter, Set-Top-Boxen auch. Es ist eine reine Energieeffizienz, der Gramm CO2-Wert hat nichts mit Klimapolitik zu tun. Und wenn Sie das aber versuchen, wird es eben schwierig. Deshalb müssten für Elektrofahrzeuge eigentlich ganz klar separate Energieeffizienzvorschriften einfach in Kilowattstunden pro 100 Kilometer gelten, auch mit Leergewichtskorrektur, alles genau gleich. Und eben, da muss man sich nicht darüber unterhalten, wie der Strom erzeugt wird, so wie man sich auch beim Auto nicht darüber unterhält, in dem Moment wie das Benzin. Es gibt auch Biobenzin, es gibt Biogas, es gibt Biostrom. Das sind eben eigentlich zwei verschiedene Politikansätze. Ja, und last but not least, diese Gramm CO2-Werte, die sind sehr populär. Man wendet sie jetzt ja auch bei leichten Nutzfahrzeugen an. Da tun sich neue Schlupflöcher auf. Es ist so, dass der Peter Mock hatte ja diese ganz schöne Grafik am Anfang mit den schrägen Linien, das war ja die Leergewichtskorrektur, sonst wären die ja gerade gewesen, dass die so schräg waren, das ist, um eben diese zusätzlichen Kilogramm zu kompensieren. Wenn Sie ein schweres Fahrzeug bauen, bekommen Sie einen Bonus, aber der Bonus darf eben nicht zu groß sein. Konkret ist es 60%. Also das finden Sie in irgendeinem ganz kleinen Dokument, welches Sie fast nicht mehr googeln können, finden Sie das raus, dass man damals hat man Regressionsanalysen gemacht, wie viel ist CO2 pro Kilogramm und hat die Regression da durchgelegt und hat dann 60% diese Steigung genommen und das war dieser Wert A. So ist er gekommen. Und das ist also gut, das heißt, Sie bekommen einen Bonus, wenn Sie Mercedes sind und größere Autos bauen, aber nur ein Teil. Es ist immer noch besser, Fiat zu sein und kleine Autos zu bauen. Bei leichten Nutzfahrzeugen hat man diesen Wert auf 100% festgelegt. Das heißt, diese Steigung, dieser Koeffizient entspricht genau dem physikalischen Zusammenhang zum Zeitpunkt der Regressionsanalyse. Mit neuen technologischen Entwicklungen ist es so, dass mehr Kilogramm zu etwas weniger mehr Verbrauch führt und dass deshalb ein Advantage geworden ist. Also wenn Sie jetzt ein schweres, leichtes Nutzfahrzeug bauen, wird es einfacher, den Grenzwert zu erreichen. Wir haben da also einen neuen Rebound eingebaut Richtung große Lieferwagen. Und der wird, je mehr wir natürlich jetzt auch diese Grenzwerte runterschrauben und je mehr Strafe da drauf steht, desto eher werden wir dann größere Lieferwagen sehen. Die natürlich beim Fußgängerstreifen nicht bremsen, wenn ihre Kinder darüber laufen. Das andere große Problem, was wir noch sehen werden bei den leichten Nutzfahrzeugen, ist die Abgrenzung. Also es ist sehr unklar, was ist ein leichtes Nutzfahrzeug. Da sind die Daten schlicht nicht vorhanden. Also Deutschland gehört noch zu den wohlorganisierten Ländern, wo tatsächlich es ein Register gibt, welche Fahrzeuge gibt es überhaupt und warum sind sie als N1 eingeteilt. In vielen anderen Ländern der Europäischen Union ist das noch auf Jahre hinaus nicht der Fall. Und dann ist es natürlich schwierig, eine Politik durchzusetzen, die eben große Strafen hat. Also dann registrieren Sie Ihre Firmenflotte halt in Bulgarien. Ne? Oder jemand wird Ihnen dafür auch viel bezahlen, dass Sie das machen. Last but not least, dieser ökologisch völlig schlüssige Schluss, dass man halt einfach ein CO2-Cap einführen muss, ist schon gut. Wurde mir auch schon gefragt, warum dann eigentlich nicht. Aber dann habe ich einfach das Beispiel gebracht mit den 5 Euro und den 570. Und dann ist allen Leuten klar, dass die Ansprüche für die Fahrzeuge runtergehen, weil das lässt sich ja gar nicht mehr aufrechterhalten, ein solcher Preisunterschied. Das heißt, dann werden sie höhere CO2-Emissionen haben von den Autos und gleichzeitig werden sie dann halt alle Papierfabriken in Europa stilllegen dafür und die entsprechend außerhalb des ETS-Gebiets wieder aufbauen. Und das ist der Grund, warum ein solches CO2-Cap sehr schwierig ist und sich der Mobilitätsmarkt noch lange nicht mit dem ETS-Markt wahrscheinlich verknüpfen lässt, obwohl das möglich wäre und die Mitgliedstaaten eigentlich ja das Recht haben, den Mobilitätssektor in das ETS einzugliedern. Das wäre also möglich, dieses Instrument ist vorgesehen, aber wenn Sie das mal durchrechnen, dann wird Ihnen Angst und Bange. Ja, also, ich glaube, es ist ganz spannend. Wir sehen, wir haben ein super Instrument, das hat viele Erfolge schon gebracht und es ist aber auch ein gefährliches Werkzeug und man muss wahrscheinlich mit Vorsicht daran gehen, dieses weiterzuentwickeln. Und für Ihre Inputs stehe ich heute, aber dann auch für die nächsten Jahre gerne zur Verfügung. Ja, besten Dank. Da würde ich gleich mal die Diskussion öffnen im Publikum. Da sehe ich schon einzelne Handmeldungen. Ich gebe einfach mal das. Du hast schon, super, genau. Hacker, mein Name.
vom Bundesverband Emissionshandel und Klimaschutz. Sie kennen alle den gängigen Spruch, warum soll man etwas einfach machen, wenn es auch kompliziert geht? Das ist natürlich eine indirekte Frage ist. Die Frage heißt ja eigentlich, es geht auch viel einfacher, warum einmal komplizierte Dinge überlegen? Und das letzte, die letzte Ausführung war im Grunde doch schon der Hinweis, es ginge ganz einfach, nämlich die Treibstoffe im Verkehrssektor in dem EU-System handelbarer Emissionsrechte zu integrieren. Dann braucht man diese ganzen komplizierten Fragen, welch ein Testzyklus, wie richtig gerechnet, welche Effizienzkriterien, alles Komplexe, was hier diskutiert wäre, bräuchte man nicht, zumindest jedenfalls nicht, um Einhaltung von politisch vorgegebenen Klimaschutzzielen. Die Klimaschutzziele können Sie damit hervorragend exakt einhalten. Das Problem, das Sie genannt haben, Herr Dr. Dahan, mit der Industriepolitik, ist doch gar kein Problem. Es ist ein gesellschaftspolitisches Problem. Denn das, was Sie darstellen, heißt doch, man könnte Klimapolitik, nämlich unsere Klimaschutzanstrengungen, die wir brauchen, um dieses 2-Grad-Ziel einzuhalten, unseren Beitrag zu liefern, damit er weltweit eingehalten wird, könnten wir mit viel weniger Kosten einhalten. Und damit alles das, was wir einsparen an Geld, können wir für andere gesellschaftliche Bedürfnisse einsetzen. Für Kindergärten, Schulen, Hochschulen, die Forschung, wo auch immer, Infrastruktur, wo immer die wollen. Das heißt, überall da, wo wir Klimaschutz teurer realisieren als notwendig, um unser Klimaschutzziel einzuhalten, heißt das, dass wir Geld verbrennen gesellschaftlich. Und deswegen die Aussage, das, was Sie als letztes gesagt haben, ist nicht etwas Irreales, sondern Sie wissen vielleicht, dass Dänemark genau das ja vorgetragen hat im EU-Rat und Dänemark darüber nachdenkt, genau das zu machen, nämlich seine Verkehrsemissionen in ETS einzuintegrieren. UK hat das auch schon mal vorgeschlagen und auch in Deutschland wird es diskutiert. Und ich mache jetzt die Prognose, in den nächsten 2-3 Jahren werden wir es in der EU weit haben, dass wir die Treibstoffe in das EU-ETS integrieren. Das ist volkswirtschaftlich effizient, das ist im Allgemeinwohlinteresse, weil es effiziente Mittelchancen bringt. Und es löst diese ganzen komplizierten Dinge auf. Es gibt allerdings ein paar Verlierer auf der Strecke natürlich. Nämlich all die, die diese komplexen, komplizierten Dinge anbieten und damit Geld verdienen, die natürlich dann, weil sie zu teuer sind, um wirklich effizienten Klimaschutz zu bringen, nicht zum Zuge kommen. Und diese Lobby für die teuren Effizienzen werden sich natürlich gegen eine solche Lösung sträuben. Trotzdem im Allgemeinwohlinteresse. Warum kompliziert, wenn es auch viel einfacher geht? Und das wird auch letztlich sich durchsetzen. Danke. Vielleicht direkt noch eine Meldung aus dem, genau da vorne. War. Dankeschön. Olaf Hölzer-Schopul von der Deutschen Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt. Ich habe eine Frage auch an Sie, Herr Dehan. Und zwar beziehe ich mich auf Ihre erste und auf Ihre letzte Folie, wo Sie ja die 5 Euro pro Tonne CO2 mit den 570 Euro verglichen haben. Mir scheint das Äpfel mit Birnen verglichen zu sein, denn in dem einen Fall haben Sie die Minderungskosten verglichen, im anderen Fall haben Sie eine Strafe verglichen. Im europäischen Emissionshandel ist die Strafe für die Nichtberichterstattung einer Tonne CO2 nicht 5 Euro, sondern 100 Euro. Und eine Strafe ist ja jetzt mal so vom juristischen Gedanken her dazu gedacht, so hoch zu sein, dass die Anreize stark genug sind, sozusagen das unter Strafe gestellte Verhalten gar nicht erst zu machen. Es ist von daher ganz sinnvoll, dass die Höhe der Strafe deutlich ist. Sonst würde man ja sozusagen das gewünschte Verhalten nicht ermöglichen. Deswegen meine Frage an Sie, haben Sie denn diese Zahlen auch mal verglichen? Wie hoch sind denn die Minderungskosten für die Branche, um genau diese, ich glaube 6 Gramm waren es pro Kilometer, zu erreichen? Das ist ja die relevante Zahl, die man betrachten muss. Vielen Dank. Herr Dehan, direkt. Konsum oder ökonomisch eigentlich den Schweizerinnen und Schweizer anrechnen müssten. Also diese Randeffekte sind so groß und so pervers, dass leider ich Ihrem Vorschlag nicht folgen kann. Und komplexe Probleme haben Sie oft leider auch komplexe Lösungen.
wenn das ein Barbarat davor ist. Das ist schon so. Zum anderen Einwurf, es ist sogar noch viel schlimmer. Ich glaube, ich kann Ihnen die Rechnung nicht machen mit den 75 Euro, sondern auch mit der realen Zahlungsbereitschaft am Markt. Machen Sie mal die Analyse Neuwagenpreise zu CO2. Und dann merken Sie, dass die Zahlungsbereitschaft für jede Tonne CO2 mehr, also das Vorzeichen ist eben das andere, als Sie sich das gewohnt sind von Ihrer beruflichen Funktion her, ist über 1.000 Euro. Also für jede zusätzliche Tonne, die ich auch noch rauslassen darf, mit dem Auto zahle ich zusätzliche 1.000 Euro. Und deshalb ist dieser Knüppel von 75 Euro bitter nötig, damit die Industrie anfängt, ihre Kunden umzuerziehen, und der Staat hat einfach gemerkt, der Staat kann das schlechter als die Industrie selber, und darauf schlägt man den Sack und meint den Esel. Also man schlägt die Industrie und meint den Kunden. Und die 75 sind sehr nahe bei den realen Kosten, die zurzeit eigentlich da entstehen an Margenverlust und Änderung der Geschäftsmodelle in der Industrie. Also die machen unter diesem höchsten Druck, machen die was. Ich glaube sehr daran, dass da nicht die Vermeidungskosten eigentlich sehr viel niedriger sind. Außer sie bauen wieder so viele Schlupflöcher ein, wie größere Lieferwagen oder Elektrofahrzeuge, aber ansonsten ist das so, dass die Vermeidungskosten real sehr knapp unterhalb dieser Strafe sind. Also es kommt zum Beispiel, auch in der Schweiz, kommt es zu Strafzahlungen der Importeure. Die schaffen die Limite nicht, müssen diese Strafe bezahlen. Dann können Sie als Ökonomen davon ausgehen, dass die Grenzvermeidungskosten vielleicht so sind. Noch ganz kurz. Und dann wieder. Das war jetzt erst der Sicht der Hersteller gesehen. Aber das Mikro müsste funktionieren, probieren wir, oder? Nee. Ja. Ach so, okay, Entschuldigung. Also das war sehr aus der Sicht der Hersteller gesehen. Man kann das auch aus Sicht der Kunden und der Gesellschaft sich betrachten. Und zwar das Problem im Verkehrssektor oder bei den Straßenfahrzeugen ist ja nicht, dass die Maßnahmen so teuer sind, sondern ganz im Gegenteil, wenn Sie die Kraftstoffersparnis mit einrechnen, dann spart der Kunde beispielsweise beim 95-Gramm-Ziel um die 3.500 Euro im Laufe der Fahrzeuglebensdauer. Das heißt, die Vermeidungskosten aus Kundensicht und natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht sind eigentlich negativ. Und zwar laut unseren Berechnungen so bei ungefähr minus 500 Euro pro Tonne CO2. Das heißt, wenn ich als Kunde und auch als Gesellschaft CO2 reduziere, bekomme ich Geld. Das Problem ist aber ein ganz anderes, nämlich dass der Kunde die Kraftstoffersparnis in der Zukunft nicht wertschätzt. Und zwar deswegen, weil es eine erhebliche Unsicherheit geht. Kraftstoffpreise gehen auf und ab, meine Fahrleistung ist relativ unsicher. Das heißt, ich habe da einen sehr starken Discount-Faktor und berechne in der Regel, sagt man so, um die 3 Jahre oder so in die Zukunft. Alles, was danach kommt, lasse ich völlig außen vor. Und dieser Unterschied zwischen dem, was für den Kunden in die Berechnung einfließt und was für die Gesellschaft eigentlich einfließt in die gesellschaftliche Berechnung, das ist das Problem, das wir haben, und das ist eine Art Marktversagen. Und die CO2-Regulierung greift hier ein und bereinigt dieses Marktversagen sozusagen. Und genau aus dem Grund, weil der Kunde so stark abwertet die zukünftigen Einsparungen, genau aus diesem Grund müssen auch die Strafen in dem Fall so hoch angesetzt werden, weil sonst nämlich gar kein Anreiz besteht, um Technologien in den Markt reinzubringen. Wenn Sie den ETS umrechnen auf den Kraftstoffpreis, dann sind das ungefähr 1 Cent pro Kilometer oder 1 Cent pro Liter mehr, die Sie bezahlen müssten. Und ich behaupte mal, das würden die Kunden gar nicht realisieren, dass sich da was getan hat. Wenn sie es doch täten und die Rechnung machen würden, dann würden sie ungefähr 40 Euro an Technologien in das Fahrzeug investieren, weil das ist genau das, was sie durch den Einsend bezahlen können. Und für 40 Euro pro Fahrzeug bekommen sie sicherlich nicht die 95 Gramm hin. Also von daher einfach nochmal ein paar zusätzliche Aspekte, warum dieser ETS im Verkehrsbereich nicht funktionieren kann. Darüber hinaus gibt es noch mehr Argumente, also Thema zum Beispiel, wir sparen hier nicht nur CO2 ein, sondern wir sparen auch Rohöl ein, Rohölimporte in die Europäische Union, was ja auch wirtschaftliche Folgen hat. Und dann auch nochmal ein ganz anderer Aspekt, wenn wir jetzt mal langfristig denken, dann würde man in letzter Konsequenz Folgendes tun, man würde erstmal in allen anderen Sektoren CO2 reduzieren. Und irgendwann 2030, 40 würden wir merken, jetzt haben wir alles getan, was wir konnten. Jetzt kommt noch der Verkehrsbereich dran, weil sonst schaffen wir unsere 2050er Ziele nicht. Und jetzt müssen wir von heute auf morgen die Fahrzeuge runterbringen von den Emissionen, müssen Elektromobilität einführen. Und das kann einfach nicht funktionieren. Deswegen also diese CO2-Regulierung als Steuerinstrument, vor allem zur Technologieinnovation, um diese langfristigen Ziele auch erfüllen zu können. Dann war hier vorne von Herrn Lell eine. War genau dasselbe. Dann können wir nach hinten geben. Da. Genau. Oma Daimler.
Ja, also zu diesem Einspareffekt, der immer so apostrophiert wird, dass der Kunde über die Lebensdauer letztendlich das alles einspart, was er vorher ausgeben muss. Also erstmal gibt es den einen Kunden, der ein Auto 20 oder wir haben inzwischen Autos in der Europäischen Union mit 28 Jahren Laufzeit, den gibt es nicht. Das ist immer ein Neufahrzeugkunde und dieser Neufahrzeugkunde kauft dieses Fahrzeug. Aber machen wir uns doch bitte nichts vor. Durch alles das, was jetzt hier passiert und durch die Absenkung letztendlich der CO2-Emissionen oder des Energieverbrauchs, gehen im Staat Jahr für Jahr immer weiter steigend Steuern verloren. Da wird er nachsteuern, das heißt, der Preis des Kraftstoffes wird nach oben gehen, das heißt, der Kunde wird im Laufe seines Lebens eher mehr Geld noch ausgeben dafür, das heißt, er wird nichts dadurch sparen, definitiv nicht. Zu den Grenzvermeidungskosten noch ein Hinweis, diese 570 Euro sind natürlich aus den 95 Euro abgerechnet. Das ist völlig korrekt, dieser Wert. Man muss ja an diesen Grenzwert rangehen, ja, um überhaupt diese zu vermeiden. Und wir sagen auch immer selber, mir passiert es auch immer, das sind Strafen, das sind in Wirklichkeit keine Strafen, das nennt sich Excess Emission Premium, das ist eine Mehremissionsgebühr. Die hat damals der Stavros Dimas erfunden und er hat selber auch gesagt, Leute, was ich will, ist nicht, dass ihr diese Strafen bezahlt, sondern dass ihr Technologien so lange in den Markt bringt, bis die letztendlich kommen. Und was wir in der Schweiz jetzt erleben, das können wir hier bestätigen, ist, dass diese Grenzvermeidungskosten erreicht werden und dass die Hersteller in der Schweiz, das sind es glaube ich 103 oder irgendwas, Frankly, die wir da umgerechnet in Euro, die wir da bezahlen müssen, das ist definitiv jetzt schon der Fall, weil mit dem Portfolio, das in der Schweiz absetzbar ist, ist dieses Ziel nicht erreichbar, bereits jetzt schon. Danke. Dann genau, da war noch daneben eine Meldung. Ja, ich habe nochmal, Gerhard Wörle hier von BMW, ich habe nochmal eine Anmerkung zum Vortrag vom Herrn Mock, und zwar mal zum anderen Thema, zum Thema Kontrollen. Ich sage jetzt mal etwas zugespitzt, mein Lehrer hat mir damals eine Themaverfehlung attestiert bei dem Thema, wie Sie es vorgestellt haben. Die PEMS ist dazu da, die limitierten Emissionen zu messen. Die ist da für NOx, für HC, für Partikel demnächst mal. Sie haben das jetzt hier dargestellt, als ob man damit CO2-Emissionen messen könnte und als ob es eine CO2-Verschlechterung im In-Use geben wird. Das ist definitiv nicht der Fall. Das hat man dazu entwickelt, dass Verschlechterung von Katalysatoren beziehungsweise Realmessungen im Verkehr gemacht werden können zu den limitierten Schadstoffen. Das hat jetzt überhaupt nichts mit CO2 zu tun. Und diese Balkengrafik, die Sie gebracht haben aus Ihrer Studie, die wir im Übrigen so nicht nachvollziehen können, diesen extremen Abweichungen, nicht mit Euro 6 Fahrzeugen, das ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, hat auch mit NOx zu tun, nicht mit CO2. Also ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wieso Sie das zusammengemischt haben. In-Use-Tests machen bei CO2 keinen Sinn. Und das Thema Kontrolle bei der TÜV-Prüfung, wir machen die TÜV-Prüfung mit den technischen Diensten und Sie attestieren jetzt hier mit den technischen Diensten Unfähigkeit bei der Prüfung unserer Fahrzeuge, bei der TÜV-Prüfung, ob wir das alles richtig machen. Nur mal nebenbei gesagt. Vielleicht dazu eine Antwort oder ja? Kannst du mal kurz das Mikro? Super. Ja, vielleicht vorher noch zu dem, was Herr Obermeier gesagt hat. Also für die Berechnungen haben wir jetzt nicht, für die ETS-Berechnung jetzt nochmal, haben wir jetzt nicht unterstellt, dass der Kunde das Fahrzeug 20 Jahre oder länger hält, sondern das waren 10 Jahre, was noch recht vorsichtig gerechnet ist, weil das Durchschnittslebensdauer bei 15 Jahren. Man hat natürlich ein Problem, dass der Erstkunde nicht unbedingt derjenige ist, der dann das Fahrzeug auch länger fährt. Ja, also das will ich gar nicht bestreiten. Letztlich muss das aber sich im Fahrzeugpreis des Fahrzeugs auf dem Secondhand-Market widerspiegeln. Und zum Thema Mineralölsteuer noch, gebe ich Ihnen recht, also da gibt es mit Sicherheit Steuerausfälle im Laufe der Zeit. Realität ist aber auch, dass wir in Deutschland seit, glaube ich, über 10 Jahren jetzt die Mineralölsteuer nicht mehr angepasst haben. Also rein realistisch betrachtet ist die Mineralölsteuer gesunken in Deutschland, wenn Sie Inflation mit reinrechnen. Herr Wörle, zu Ihrem Kommentar, PEMS-Messgeräte, die Grafik, die ich gezeigt habe, war für Stickoxid, richtig. PEMS-Geräte sind aber sehr akkurat, was CO2 angeht. Damit kann man CO2 sehr gut messen, das können die Leute vom TÜV bestätigen. Wird im Moment noch nicht so gemacht, ist aber überhaupt nicht, also spricht nichts dagegen, warum man das nicht auch für CO2 anwenden könnte. Der einzige Punkt ist, dass sie tatsächlich bei Stickoxiden im Moment Überschreitungen haben, die so um die 700% liegen. Also die Werte sind im Durchschnitt bei uns in unserer Studie 7-mal so hoch, wie sie eigentlich sein sollten. Beim Thema CO2 sprechen wir nur von 30-40%. Das ist der einzige Unterschied. Aber rein technisch-chemikalisch spricht da überhaupt nichts dagegen, PEMS auch für CO2 zu nutzen.
Genau, man könnte Verbrauch messen, man könnte auf den Bordcomputer zurückgreifen, wenn man sich sicher sein könnte, dass dieser auch akkurat berichten würde. Das wäre sehr viel günstiger, wäre sehr viel besser, aber da haben wir dummerweise andere Erfahrungen gemacht. Also da ist es schon besser, man hat so ein kleines Chemielabor bei sich, auf das man wirklich vertrauen kann. Und dann noch zum letzten Punkt, also mit der Typprüfung, ich unterstelle dem TÜV oder auch anderen gar nichts, die machen super Arbeit. Das Problem ist aber, dass sie eben immer im Labor testen und wir haben halt festgestellt, dass die Fahrzeuge sich teilweise auf der Straße anders verhalten im Labor und all das muss man halt irgendwie anders in den Griff bekommen. Auch die PEMS-Messungen werden letztlich vom TÜV oder anderen gemacht und denen vertraue ich hundertprozentig. Es liegt einfach nur im Testverfahren und das muss verbessert werden. Danke. Ja, vielleicht kommen wir noch mal so ein bisschen mit der Perspektive. Was kann denn jetzt die nationale Ebene und Politik tun oder sollte sie tun, was wir nachher auch ans Podium einspeisen können? Also wir hatten jetzt hier so ein paar Vorschläge, Thesen auf dem Tisch. Zum Beispiel sollte die Politik dieses Instrument tatsächlich zukünftig nutzen, um Elektromobilität zu fördern? Ist das vielleicht der falsche Ansatz, haben wir hier gehört? Und brauchen wir nicht jetzt mal eine Mineralölsteuererhöhung? Waren so einige Themen, die gefallen sind. Vielleicht noch weitere. Geben wir mal da nach hinten, da genau, in der dritten Reihe. Das war schon länger eine Meldung. Ja, also Dirk Peters hier von der DENA und wir sehen auch das Thema, dass es alleine mit angebotsseitigen Maßnahmen, die halt nur den Sack oder den Esel halt treffen, sehr, sehr schwer wird und vielleicht auch für die Volkswirtschaft sehr teuer wird, da entsprechend zum Ziel zu kommen. Nur die Frage jetzt ans Podium, inwiefern halt eine Kombination zukünftig, also dass man mit stärkeren nachfrageseitigen Politikinstrumenten auch noch was zusätzlich erreichen könnte, Kosten mindern könnte, das Erreichen ambitionierter Ziele für die Hersteller einfacher machen könnte, denn da gegebenenfalls ein Weg ist, den man gehen könnte. Und zweiter Punkt, aber ich weiß nicht, ob das den Rahmen sprengt, die Überschrift heißt ja nicht CO2-Regulierung im Personen- oder im Pkw-Verkehrssektor, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge haben wir auch noch, da haben wir auch gelernt, dass es da einen großen Nachholbedarf gibt, was die Energie den Energieverbrauch da angeht. Und da wäre die Frage ans Podium, wie da der Stand ist der Regulierungen und was da angeraten wäre. Danke. Ich würde jetzt noch ein paar Beiträge aus dem Publikum sammeln und dann nochmal für Abschlussstatements ans Podium geben. Da waren, glaube ich, noch mehrere Meldungen. Genau. Herr Müller-Görnert vom Ökologischen Verkehrsclub VCD. Wir haben heute Morgen gehört, dass ja insgesamt der Verkehrsbereich einen wesentlichen Beitrag leisten muss, um die Klimaziele zu erreichen. Und dass eben die einzelnen Maßnahmen schon lange auf dem Tisch liegen, vieles ist schon auf dem Weg, aber es ist immer wieder ein Glaubenskrieg, wenn es um die Ausgestaltung geht. Aber damit kommen wir nicht weiter, das ist auch ganz klar. Und wir brauchen alles, wir brauchen Verhaltensänderungen, wir brauchen andere Rahmenbedingungen, wir brauchen Anreiz, wir brauchen aber auch also quasi die klassischen Push- und Pull-Faktoren. Und wir haben ja zusammen mit anderen Verbänden auch diesen Verbändekonzept entwickelt, mit dem Öko-Institut, wo wir einfach mal geschaut haben, was sind denn die einzelnen Bereiche und was lässt sich denn überhaupt dann auf den Weg bringen. Und selbst diese Maßnahmen reichen nicht aus, dass der Verkehrsbereich wirklich dann in dem Maße, wie gesamt gefordert, eigentlich dazu beitragen kann. Also das heißt, wir müssen wirklich schauen, dass wir auch diese Glaubenskriege irgendwann mal überwinden können und dass man auf einer vernünftigen Basis auch diskutiert. Also aber es wird eben nicht gehen, dass man irgendwo Anreize schaffen muss, die dem einen vielleicht was Positives bringen, dem anderen vielleicht was Negatives. Man muss es auch gesamtgesellschaftlich dann sehen. Also insofern, es geht nur in einem Maßnahmenmix und man muss einfach mal auch loslegen. Weil sonst stehen wir da 2040 und denken, eigentlich schaffen wir unser Ziel erst 2100, wenn überhaupt. Ja, und dann hatten wir hier vorne noch von Herrn Lell eine Meldung. Frage, Ottmar Lell, Verbraucherzentrale Bundesverband. Auf Ihre Frage nach politischen Konsequenzen, das Thema behördliche Nachtests von Pkw ist da schon eines. Und das liegt auch keineswegs an der Unfähigkeit der Testlabors. Es ist ein ganz normales Ding, dass die Anreize sind sehr groß, haben wir auch gehört, da eben Spielräume auszunutzen und es wird auch gemacht. Die Bild-Zeitung hat regelmäßig Seiten wie Benzinpreislüge und die Abweichungen sind sehr groß. Da ist einfach schon eine Notwendigkeit, einfach mal nachzugucken, was da passiert. Und das ist auch ein absolut übliches Verfahren. Bei jeder Glühbirne gibt es Marktüberwachung.
Und hier bei Autos, wo es um ganz andere Beträge geht, wenn man die Benzinkosten sich anschaut, um wie viel Euro es da im Jahr geht, da wird sowas nicht gemacht. Das ist einfach nicht logisch. Vielleicht, also wir hatten ja auch noch das Thema, was auch in den Vorträgen kam, worüber wir noch gar nicht gesprochen hatten, war Anzahl der Autos, ja. Zielwerte können auch erreicht werden, indem die Anzahl der Autos zunimmt und wir ganz viele kleine Elektrofahrzeuge haben. Ist vor diesem Hintergrund überhaupt noch so ein Ziel, 1 Million, 6 Millionen Elektroautos sinnvoll dann? Oder sollte man das nicht lieber kippen? Wäre auch nochmal so eine Frage ins Publikum. Aber sonst, vielleicht haben Sie auch noch andere Beiträge, Messages. Genau, Herr Adolf und oder genau, erst Sie. Dann wenn Sie erlauben, dass ich noch mal was sagen darf. Ich versuche, wenn jemand, der noch nicht dran war, hat der Vorrang, aber sonst dürfen wir. Herr Dr. Mock, Sie haben ja recht, wenn im Verkehrssektor ein Auto weniger oder der Verkehrssektor weniger verbraucht, wenn er emittiert, braucht er weniger Treibstoffe und dann wird weniger Erdöl verbraucht, wir müssen weniger Erdöl einführen. Aber wenn im Industriesektor jemand weniger Öl verbraucht, weil er nämlich aufgrund der gestiegenen Emissionsrechtepreise dort Emissionen vermeidet, wird dann kein Öl weniger importiert. Das heißt, dieser Effekt, den Sie gesagt haben, existiert doch gar nicht. Egal, wer weniger emittiert, wird weniger fossiles Brennstoff verbraucht, wird weniger Gas aus Russland oder Öl und so her importiert. Wer es verbrennt, ist doch völlig egal. Entscheidend, dass wir insgesamt weniger fossile Brennstoffe verbrennen. Und dass wir das möglichst intelligent tun, nämlich kosteneffizient tun und nicht, wie Sie es tendenziell ja wollen, dass es möglichst teuer passiert. Denn Sie werden in der Bevölkerung die politische Zustimmung zu ambitionierten Klimaschutz nicht erhalten und nicht aufrechterhalten, wenn Sie es immer teuer machen, sondern nur dann, wenn Sie es glaubhaft der Bevölkerung machen können, dass es so kostengünstig wie möglich ist. Nur dann schaffen Sie es auch langfristig, die Ziele bis 2050 wirklich umzusetzen und politische Unterstützung dafür zu bekommen. Nicht, wenn Sie es so teuer wie möglich machen. Jörg Adolf von der Shell. Ich wollte ursprünglich nur eine kleine Frage an Herrn Mock stellen. Sie haben 127 Gramm gesagt, haben Sie festgestellt oder gemessen. Die Europäische Umweltagentur hat für das letzte Jahr 136,1 Gramm CO2 für deutsche Fahrzeuge. Also da würde mich mal die Diskrepanz oder Differenz, wo die herkommt. Sind das Ihre Messwerte oder das sind immerhin 9 Gramm, die der Unterschied da ist. Bei Ihnen sieht es deutlich günstiger aus. Darüber hinaus würde ich nochmal generell sagen, wir haben ja selber vor 5-6 Wochen eine größere Studie zum Thema Pkw, Zukunft der Automobilität und der möglichen Nachhaltigkeitsperformance veröffentlicht. Wir haben da zwei Szenarien skizziert. Wir sagen ja nicht, so muss es kommen. Wir haben auch keine Zielszenarien gemacht. Der Tenor der Diskussion hier ist mir eigentlich deutlich zu negativ, finde ich. Also man merkt hier, wir haben hier sehr verbissene Fronten. Wenn ich mal schaue, was wir so rausgefunden haben mit einem sehr moderaten CO2-Pfad und einem sehr anspruchsvollen, kommen wir immerhin so, wenn ich das mal like for like mit den Politikzielen, so wie die gemessen werden bei den CO2-Emissionen vergleiche, schon alleine dadurch, dass die Zahl der Pkw nicht weiter wächst in Deutschland, die Bevölkerung schrumpft und die Fahrleistungen wahrscheinlich auch etwa ein bisschen unter dem heutigen Niveau künftig bleiben werden, werden wir doch höchstwahrscheinlich substanzielle CO2-Reduktionen gerade für den Pkw erreichen. Wir gehen davon aus, dass wir da über 60% kommen, wenn ich nur die direkten Emissionen nehme, so wie es heute gemessen wird. Jetzt kann man natürlich wieder an den Konzepten, an den Messkonzepten rummäkeln, aber wir erreichen substanzielle CO2-Reduktionen für den Pkw. Der Pkw ist im Verkehr nicht das Problem, sondern die anderen Fahrzeuge, wo die Minderungsoptionen viel teurer oder gar nicht verfügbar sind. Beispiel der Diesel im Straßengüterfernverkehr. Wer will den ersetzen, kostengünstig? Das wird viel schwerer werden. Also die Stimmung ist mir vom Tenor hier jetzt doch ein bisschen zu negativ geworden. Das waren jetzt, glaube ich, eine Reihe an Rückfragen auch an das Podium. Genau. Ich gebe mal zurück an, wer möchte anfangen. Ich glaube, hier Peter. No. Ich kann zumindest mal mit Herrn Adolf, mit Ihrer, die Frage lässt sich ganz leicht beantworten, wenn er zuhört.
Adolf? Er wird geantwortet. Ihre Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Die 127 Gramm, oder sind eigentlich 126, irgendwas jetzt, ist für EU insgesamt. In Deutschland ist die Flotte tendenziell schwerer, höher motorisiert, deswegen auch ein höherer CO2-Wert. 136, sagen Sie, das kommt ungefähr hin. Das ist EU, ja. Das ist EU-Gesamtschnitt. Ich habe vorhin gehört, Schweiz liegt nochmal deutlich drüber. Holland, das war eine Folie, die habe ich jetzt nicht gezeigt, aus Zeitgründen. Man kann sehr schön sehen, dass Deutschland und Holland 2005 ungefähr noch gleich auflagen, was die Neufahrzeuge angehen. In Holland haben sie eine CO2-basierte Kfz-Steuer eingeführt, die sehr stark gewirkt hat und das auch zum Thema, was für andere Instrumente kann es noch geben. Und die Holländer haben heute 109 Gramm, glaube ich, oder sowas. Also haben uns deutlich überholt und haben uns gezeigt, wie man das Potenzial einer CO2-Regulierung nochmal potenzieren oder leveraging machen kann und dann noch mehr erreichen kann. Also das war jetzt auch schon so ein bisschen die Antwort auf die Frage. Ja klar, also diese CO2-Regulierung ist eigentlich so eine Art Push, Technologien in den Markt bringen. Man braucht aber natürlich auch Leute, die Technologien kaufen möchten. Das erreicht man aus meiner Sicht am besten, indem man da finanzielle Anreize bietet, zum Beispiel im Sinne eines Feedback-Systems. Auch ein transparentes Labeling kann helfen, all diese Dinge. Die können dann auch den Herstellern letztlich helfen, diese Technologien abzusetzen. Und zu der Frage mit abnehmender Anzahl von Fahrzeugen und CO2-Reduktion, das beantwortet, glaube ich, am besten das Öko-Institut, die Leute vom Öko-Institut. Ja, und damit gebe ich weiter. Ne? Peter hat ein bisschen mein Statement mir abgenommen, weil ich wollte auch auf die Maßnahmen geben, die man nachfrageseitig dennoch zusätzlich zu der Angebotsseite integrieren müsste. Also das wäre das angesprochene Feedback-System oder auch die Dienstwagenbesteuerung ist ein großer Treiber, große Fahrzeuge in den Markt zu bringen. Das sind natürlich alles Hebel, die man angehen könnte politisch, aber politisch auch sehr viel schwieriger anzugehen sind, als einfach eine Regulierung zu machen, die dann die Angebotsseite anspricht. Ich möchte noch ein Dankeswort an Shell richten. Ich glaube, dieses Ding funktioniert nicht, oder? Dann. Ja? Macht das einen Unterschied für Sie? Gut, sehr gut. Es ist schon richtig, wenn in einer reifen Volkswirtschaft wie Deutschland die Pkw-Fahrleistung nicht mehr zunimmt, dann gibt es dafür einen Grund, mehr Flugzeuge. Und das wächst ja mit 5% pro Jahr. Und wenn Sie sehen, wie viele Flugzeuge produziert werden pro Jahr und dass eigentlich alle Flugzeuge immer 30 Jahre lang in der Luft sind, etwa 22 Stunden pro Tag im Durchschnitt, nein, nicht ganz, aber es ist... Nein, wie viel ist das schon? Es ist 20 Stunden im Durchschnitt sind die in der Luft, glaube ich. Ne? 30 Jahre lang können Sie schon jetzt ausrechnen, wie viel Treibstoff wir für die nächsten Dekaden für Flugzeuge aufwenden werden. Ja, und in dem Sinne gibt es neben den Pkw, wo Licht am Horizont ist, wo die Ansätze funktionieren, wo es anfängt, ein bisschen weh zu tun und so. Es gibt ein paar Sachen, wo da haben wir Widerstand. Aber mit einem Maßnahmenmix, was möchte ich auch wirklich begrüßen und unterstützen, das ist ein großes, ein komplexes Problem. Man muss den Konsumenten mitnehmen. Man kann das nicht diktatorisch, also wenigstens in einer Demokratie funktioniert das nicht. Und deshalb brauchen wir Maßnahmenmix und der Konsument und die Konsumenten müssen am Schluss auch mitkommen und das mittragen. Und das ist ja einer der Probleme. Aber daneben haben wir schon die nächsten großen Probleme. Also der Ferngüterverkehr lässt sich rein technisch nicht lösen. Das Wachstum ist immer noch auch da. 2,5 bis 3% pro Jahr auf die Fahrleistung der Lkw in Deutschland, in Europa meines Wissens. Also durch die Schweiz hindurch sind es noch etwas mehr. Und die Flugzeuge ist eigentlich unser nächster großer blinder Fleck und etwas pointiert ausgedrückt. Es ist jetzt fast schon peinlich, dass in diesem Saal ausgerechnet Shell darauf hinweist. Braucht man dann auch eine CO2-Regulierung für die Flugzeuge? Na gut, da ist die EU ja Gott, also ja gut, Gott sei Dank und nicht, das hängt von der politischen Einstellung ab. Aber die EU ist da der Vorreiter, die Vorreiterin weltweit und arbeitet daran, das in ein ETS einzufügen, wo dann tatsächlich die Flugzeuge nicht reduzieren würden, sondern sich die Verschmutzungsrechte von anderen Industrien kaufen würden. So würde das am Schluss aussehen. Auch dort ist einfach die Zahlungsbereitschaft, da haben Sie wieder dieses 570 Euro pro Tonne Problem. Wenn Sie den Flugsektor an ein zu kleines ETS koppeln, dann killen Sie damit irgendeine Industrie wie Papier oder weiß nicht was, irgendwas Energieintensives und dann finden Sie das in einem Drittland wieder. Und dann haben Sie halt graue Emissionen. Und von dem her, auch dort richtige Fortschritte sind auch dort nur zu haben, wenn es langsam gelingt, weltweit Lösungen zu finden. Also man muss immer Schritt um Schritt um Schritt anschauen, dass wir auch weltweit weiterkommen. Und auch dort wird am Schluss
Handelsmacht, der Wille, Länder komplett von Märkten auszuschließen, wenn sie nicht kooperieren mit weltweiten Klimapolitik, wird das Einzige sein, was uns hilft. Also ich glaube nicht, dass 189 Staaten jemals ein Klimaabkommen freiwillig unterzeichnen, aber wenn jemand bereit ist, solche Länder komplett von einem großen Markt auszuschließen, dann würden sie schon. Und da wir jetzt tatsächlich noch ein paar Minuten haben, weil irgendwie ist doch alles fix ging mit den Statements, vielleicht noch ein Punkt, der mir noch nicht ganz, ganz klar ist, was passiert jetzt oder wo es vielleicht nochmal ein Statement geben könnte, was soll jetzt passieren mit der Regulierung? Bleiben wir dabei, wie die ist, mit Tank to Wheel, oder brauchen wir den Energieeffizienzstandard für Elektroautos oder brauchen wir doch Weight Wheel? Vielleicht dazu nochmal, vielleicht gibt es auch noch Rückmeldungen aus dem Publikum dazu, ganz kurze. Sonst würde ich die Frage nochmal ans Podium geben. Wer möchte? Oder da gibt es eine Meldung noch aus dem Publikum. Ich denke mal, die Optionen lagen ja auf dem Tisch und wir haben auch begonnen, in den Umweltverbänden zusammen zu schauen, was ist die zielführendste Option. Und man muss auch schauen, es gibt ja verschiedene Regularien ja schon. Wir wissen, dass also Strom, also zumindest in der EU perspektivisch, sauberer wird. Und bei Kraftstoffen haben wir das Problem, da drängen ja diese Teersande beispielsweise aus Kanada auch jetzt nach in die EU auf den Markt. Und dass man da schauen muss, wie kommt man damit runter. Das ist natürlich klar, dass wir eine regulare Weiterführung haben müssen der Kraftstoffqualitätsrichtlinie nach 2020. Die endet ja momentan bei 2020. Man sollte aber nicht die Autoindustrie mit Verpflichtungen eigentlich aufbürden, die ja auch die Mineralölindustrie betrifft. Deswegen sollte man schon getrennte Regularien haben. Aber wichtig ist, das wurde ja auch gesagt, umso mehr wir alternative Antriebe auf dem Markt haben, umso mehr müssen wir uns da auch mit einer vernünftigen Zielsetzung bewegen. Und das läuft wahrscheinlich dann auf ein zusätzliches Ziel für Energieeffizienz hinaus. Damit müssen wir uns dann auch irgendwann auseinandersetzen. Weil es kann ja nicht sein, dass dann irgendwie auch nur teilelektrische Fahrzeuge dann der CO2-Regulierung unterliegen. Man hat diesen 3-Liter Porsche, ja wunderbar, alles schön im Testlabor, aber in der Realität sieht das ja anders aus. Und wenn man dann noch die Vorkette mit dazu sieht, gut, Strom wird sauberer, aber trotzdem, das Auto fährt ja nicht nur elektrisch, sondern es fährt ja auch viel dann in dem normalen Verbrennermodus und da sind die Verbräuche dann doch wieder bei den 10 Litern und mehr. Also insofern brauchen wir beides, Effizienzziel für die Alternativen und ein Effizienzziel insgesamt, aber letztendlich die CO2-Minderung, solange wie halt auch dann die normalen Kraftstoffe auf dem Markt sind. Also man wird schon mehrere Regelungen brauchen, aber man sollte nicht eine Regelung mit mehreren Zielen überfrachten. So, noch ein oder zwei abschließende Kommentare? Wir können auch eine Minute früher Schluss machen, ist auch kein Problem. So. Generell stimme ich dazu. Also das Ideale wäre es wirklich getrennt zu betrachten, einen Energieeffizienzstandard einzuführen und die Kraftstoffe getrennt davon zu regulieren. Die Frage ist dann natürlich, was politisch machbar ist auf EU-Ebene. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Frage, ob man von diesem derzeitigen System Tank-to-Wheel-CO2 wegkommt. Aber einfach so aus einer Regierungsperspektive wäre das eigentlich die sinnvollere Variante, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, doch. Gibt's noch? Ich wollte das nur bekräftigen, nur damit wir alle noch genug Arbeit haben, die Lobbyisten und die Berater und so weiter, noch auf das neue Problem auch hinweisen, das wird natürlich auch kommen, das ist die graue Energie, also sehr effiziente Autos haben mehr Energie in ihnen drin. Und zurzeit ist das noch wunderbar einfach. Also das Hauptproblem ist wirklich, was da an Energie während des Lebenszyklus verbraten wird. Das ist dominant gegenüber dem, was in vorher und nachher in der Entsorgung eingesetzt werden muss. Und das wird aber, wenn wir diese Ziele für 2025 anschauen, wird das irgendwann 50-50. Also das ist absehbar, während die allermeisten von uns hier noch berufstätig sind, wird dann die Hälfte der Umweltbelastung in den anderen Lebensphasen des Lebenszyklus sein. Und auch das wird wieder ein ganz neues Regularium mit sich bringen. Das würde ich mal jetzt, glaube ich, mit Blick auf die Uhr als Schlusswort nehmen. Dann danke ich für die Diskussion und entlasse Sie hiermit in die Kaffeepause. Sie haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, meinetwegen auch gerne noch weiter zu diskutieren draußen und einen Kaffee zu trinken. Und dann geht es weiter mit der Podiumsdiskussion.
Viel Spaß noch.